Ja, hallo erstmal an alle. Wollte euch natürlich auch persönlich begrüßen, obwohl es schon das zweite Programm ist oder zweite Lehrgang. Wollte mich natürlich bedanken bei euch fürs eifrige Mitmachen und Mitlernen. Ich habe schon gehört, dass ihr eine tolle Gruppe seid, die energetisch ist und die mitarbeiten will und die total fired up ist. Also von daher freuen wir uns. Ihr seid ja beim Thema Kommunikation. Ja, das war für mich, war das immer, glaube ich, so meine größte Challenge in meiner Karriere. Ich bin von Haus aus eher einer, der zurückhaltend ist, der schüchtern ist, der nicht gern auf Konfrontation geht. Und von daher war das für mich die schwerste Sache, glaube ich, als Führungsspieler auf jemand zuzugehen oder auf dem Namensspiel mal ihn in die Schranken zu weisen oder am nächsten Tag, wenn die Emotionen runtergekocht sind, auf ihn zuzugehen oder mal auf den Coach zuzugehen, wenn mir was nicht gefallen hat. Ich glaube, das wurde ein bisschen besser, als mein Englisch besser wurde und als ein bisschen mehr Erfahrung hatte. Aber trotzdem, da musste ich mich immer zwingen. Also da hätte ich gern mal so einen Dirk Nowitzki Stiftung Workshop teilnehmen müssen, weil das hätte mir, glaube ich, schon geholfen. Also einfach, um mich da weiterzuentwickeln, um mich da ein bisschen komfortabler zu sein in der Situation. Und das war nie so mein Ding. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass das Coaching und Trainer-Dasein nie so in meiner Zukunft ist, weil es nie so mein Ding war, ja, so große Ansprachen zu machen oder Leute zu motivieren. Ich habe immer versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen und so, das war eher so mein Führungsstil und nicht da große Reden zu schwingen. Aber ich glaube, als Coach musst du schon ein bisschen beides können. Du musst kommunizieren können, du musst eins gegen eins kommunizieren können, du musst aber auch mit der ganzen Truppe kommunizieren können, du musst sie inspirieren, du musst sie motivieren und musst aber dann trotzdem auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich glaube, ich war sehr, sehr gut in dem einen, aber nicht so gut in dem anderen. Und das war für mich das Schwerste. Also nehmt das ist sehr, sehr wichtig für euch natürlich als junge Trainer. Und ich hoffe, dass euch dieser Lehrgang, jetzt der zweite Lehrgang hier viel bringt und euch, dass er euch natürlich da weiterbringt. Habt ihr gehört von dem tollen Redner, der heute kommt. Und freue ich mich und werde natürlich auch ein bisschen zuhören.